Du. Oh. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Es ist vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst. Wirklich, sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet, denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick. So wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Mach dir einfach ein Foto von mir. Gab's nicht schon mal einen ersten Arenaleiter, der Viola heißt? Was ist das denn für eine Musik? Ach nee, in Gold Silber hieß die erste Stadt, in der man den ersten Orden bekommen hat, Viola City. Ah, okay. Warum ist sie aus der Stadt rausgegangen, die nach ihr benannt wurde? Ist die dumm oder so? So, schnäbeln wir die mal zu Tode. Vivillon, das ist ja dann wahrscheinlich die volle Entwicklung von dem Vieh. Yep. Die ist Metbo-Version von jedem Spiel. Los, Schnabel. Das ist sehr effektiv. Ah, es kann sterben, mein Datiri. Ich brauche den Trank nicht zu verschwenden. Und denn ich habe ja noch Riku. Blubber. Und gleich verliere ich den Kampf wegen genau dieser Entscheidung, denn du hast keine Attacken, die einfach sehr effektiv sind. Sollten die auch sehr effektiv sein? Ich habe keine Ahnung. Aber du hast Ruckzuck-Hieb. Ist keine Heilattacke. Ach du Scheiße. Ich könnte verlieren wegen dieser dämlichen Heilattacke. Oder hat sie einen Trank eingesetzt? Ich hab's nicht gelesen. Oh. Na dann, das kann ich schon lange. Wow, ich habe noch nie so wenig trainiert, dass ich gegen den ersten Arenaleiter einen Trank brauchte. Dabei hast du schon gefühlt ewig lang trainiert. Dabei muss man in dem Spiel gar nicht trainieren. Spoiler nicht. Oh oh. Alles oder nichts. Jawohl, den ersten Arenaleiter mit einem KP-Restleben geschlagen. Du besiegst Viola, Arenaleiterin. Du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobpreise euch. Ganz viel Geld. Wow, du und dein Froxy, ihr seid ein tolles Team. Du hast ja auch mit dem Feuer-Pokémon gestartet, nur so als Erinnerung. Das ist der Orden. Na, wie Geld von Viola, den Krabbelorden. Mit dem Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich als eine Erkennung deiner Stärke. TM 83 Plage, auch bekannt als eine der Attacken, die ich niemals benutzen werde. Ach, in jedem Spiel sind ja TMs mehrmals benutzbar. Ja.
Hau sie mir eine an, der Krabbelorden. Sehr gut. Da wird der Professor, der dir ein erstes Anvertraut hat, Augen machen. Was? Warum lässt du nicht dein Pokémon rein und schaust dann bei ihm in seinem Illumina vorbei? Warum weiß jeder das? Ich Pokémon-Trainer bin. Hey, die Schuhe sind cool. Muss ich nicht mehr dauerhaft B drücken, um zu rennen. Bum, bum, bum. So, gerade mal auf die Karte geguckt. Damit ich weiß, wo Illuminan liegt, aber das dürfte wohl einfach die Stadt in der Mitte sein. Illumina City, ja, und rechts hiervon liegt die Siegesstraße. Ja, da will ich bestimmt jetzt schon hin. Ah. Beziehungsweise komme ich da bestimmt jetzt schon hin. Ich gehe mal aus Neugier gucken, wann ich an der Ecke nicht mehr weiterkomme. Laut der Videolist sind 3 Leute noch dabei, aber laut Twitch schauen nur 2 zu. Schau mal, das ist deine Pokémon-Kampf, die ich von der Arena-Leiterin Viola gelernt habe. Trainerhoffnung Noemi mit einem Enton. Würde ich gerne sehen, wie du einem Enton eine Käferattacke beigebracht hast. Warum soll das denn nicht gehen? Na, weiß ich nicht. Außerdem darfst du auf Twitch-Listen nichts geben. Es ist immer noch Twitch, wovon wir reden. Yay, Level 13. Wann entwickelt sich das Vieh? Level 17, sagt mir meine übersinnliche Kraft. Aha. Agilität nicht erlernen. Wer will schon Agilität? Oh, ein Hundi. Dum, dum, da, 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 dum, dum. Du hast das so nachgeguckt. Ich weiß. Ich habe die Trainerhoffnung besiegt. Oh, du bist sogar stärker als Viola. Ja, weiß ich. Ich habe den Orden, du Trottel. Oh, ein Riolo. Das ich nicht fangen werde, weil es nicht shiny ist. Aha. Wieso willst du denn ein shiny Riolo? Um Alex neidisch zu machen und zu zwingen, immer zu gucken. Riolo ist sein Lieblings-Pokémon. Ach, mit einem normalen wird das nicht funktionieren? Nee. Ich habe noch keinen Zerschneider. Oh, ein Leufeo. Das ich nicht fangen will. Ich glaube, das, was mich so lange hat trainieren lassen, war die Tatsache, dass ich mein Flugvieh auf Level 2 gefangen habe. Ich Trottel. Aber irgendwie muss man da anfangen, ne? Go, Goldini, go! Juliette möchte kämpfen.